Willkommen zurück, Freunde, bei GTA 3. Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Ich musste gerade eben von hier nochmal anfangen, weil es hat mir tatsächlich das Spiel zerrissen. Also ist die letzte Spieldatei, ich war ja in der alten Stadt drüben, ist mir kaputt gegangen und musste jetzt nochmal von hier starten, habe jetzt die Mission nochmal gemacht. Junge, Junge, ich hoffe, es wird nicht mal passieren, das ist wahrscheinlich aufgrund des Alters vom Spiel passiert. Oh, eine Stretch! Und jetzt musste ich gerade nochmal die Mission machen. Ah! Hilfe, bleib doch da. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Ich konnte es nicht mehr retten. Aber wir machen jetzt ganz normal weiter, so wie vorher auch. Also, ich habe keine weitere Mission gemacht. Ich habe wirklich nur die letzten zwei waren es, glaube ich, jetzt. Aber auf jeden Fall, mehr habe ich wirklich nicht gemacht. Also, es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Aber das kann auch mal passieren. Das kann wirklich jeden passieren. Das Spiel ist einfach schon etwas älter und ja, ich hoffe, es macht euch nichts aus. Jetzt habe ich auch bewusst von diesem Speicherpunkt aus angefangen, weil jetzt bin ich nicht mehr extra rübergefahren. Und ich hoffe, dass ihr mir da verzeihen könnt. Wir machen jetzt ganz normal weiter. Ups. Bauen hier einen kleinen Unfall noch. So. Holen uns den nächsten Auftrag. Ich hoffe, es wird jetzt nicht mehr passieren. Ich mache noch mal ein paar Sicherungen, dass es mir hoffentlich nie wieder passiert. Und mal schauen, was sie uns geben. Zahltag für Ray. It's my handsome handyman. Maria is all tied up at the moment, but I'll tell her you called. It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Okay, Baby, den übernehmen wir natürlich. Das ist natürlich für uns. Oh! Und auch noch unter Zeitdruck. Unter Zeitdruck ist natürlich immer klasse. Oh! Na, schnell und raus hier und nach oben. Und ich habe nicht mal eine Waffe, also falls hier irgendwas ist. Scheiße. Verdammt, ich brauche eine Waffe. Wo war denn jetzt mal der Waffenladen? Ah, hier ist der Ammunition. Aber wir haben doch gar keine Zeit. Wir haben ja nur noch 3 Minuten. Shit. Okay, wir beeilen uns. 3 Minuten Zeit und let's go. Schön laufen lassen. Rasen, rasen, rasen. So. Und was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Nichts geht. Sind wir hier richtig? Ja. Da müssen wir hin. Telefon. Oh Mann. Ach, jetzt müssen wir von Telefon zu Telefon fahren, ne? Ach du Scheiße. Okay. Also gut, machen wir das. Kein Problem. Für das sind wir ja hier, ne? Zum Rumfahren und. Ah, andere Rammen und. Au, 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 au. Oh, kommen wir hier durch. Oh, cool. Immer eine kleine Abkürzung durchs Kaufhaus. Kann auch sein, ist kein Kaufhaus. Naja, egal. Und weiter geht's zum letzten Telefon. Wir haben noch knapp 2 Minuten. Hier ist auch schon der Park. Da ist auch schon der Park. Vorsicht, aus dem Weg. Entschuldigung. Ui. Am Park, hat er gesagt, ne? Ah, hier. Ui. Wo ist er? Ist er da unten? Ne, echt jetzt. Hier ist ein Telefon. Hier ist sogar kein Telefon. Alter, wo ist das Telefon? Alter? Himmelarsch. Wo sind hier... Wo zum Henker ist hier ein Telefon? Ist es mehrstöckig vielleicht hier? Vielleicht auf der anderen Seite, das kann natürlich auch sein. Ah, hier ist es. Da ist es. Liberty Campus. Also. Ey, soll das ein Mercedes sein? Das ist aus wie ein Mercedes.
sieht echt aus. Ey, bleib mal stehen. Sieht aus wie ein 190er, ne? Sieht euch den mal rein, oder? Na, natürlich. Das könnten 190er sein. Sentinel. Oh, jetzt sind die Lichter kaputt. An Lichter hätte ich jetzt. Ja, könnte einer sein. Ah! Wir haben doch gar keine Zeit! 35 Sekunden, wieso bügel ich mich noch ewig mit dem Arsch? Oh, der läuft aber gut. Oh oh, 27 Sekunden. 27. 21. Oh, jetzt habe ich mich so blenden lassen von dem Auto, ne? Wo zum Henkel ist das scheiß Telefon? Verpiss dich. Da ist es. Nein, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Alter. Ach, die Zeit läuft immer weiter mit. So sieht's nämlich aus, man darf. So langsam, Mann, so langsam. Oh, sorry, Leute, das gibt's so nicht. Verdammt. Ne, Rennfahrer, keins mehr, habe ich keinen Bock drauf. Aber was auch immer der von uns dort will. Jetzt wiederholen wir einfach den Auftrag nochmal. Ach, scheiße. Wir brauchen ein schnelles Auto. Wir brauchen ein richtig schnelles Auto. Und nein, diesmal wechsle ich es nicht, nur weil es aussieht wie ein 190er Mercedes. Da hier ist dann. Das Auto ist gut. Das ist gut. Komm, mal Platz hier. Oh, heilige Scheiße, Mann. So. Okay. Wäre das mit dem Absturz nicht gewesen? Oh. Das tut mir echt leid. Kannst du nur nochmal wiederholen. Aber es bringt mir jetzt auch nichts, ne, wenn ich mich jetzt tausendmal entschuldige. Das ist doof. Komme ich mir irgendwie doof vor. So. Ai! Ai! Ui! Ui! Oh! Oh! Das war, hat mal Stil gehabt, ne? Den musst du mir mal lassen. Ey, da ist noch ein Auto. Da machen wir nochmal einen schnellen, okay. Also gut, dann passt's ja. Dann ist jetzt ja nicht so wild. Versuchen wir es einfach nochmal, vielleicht schaffen wir es jetzt. Zahltag für Ray. Können wir überspringen, haben wir ja gerade schon mal gesehen. 3 Minuten 29, okay, und die Zeit wiederholt sich nicht, also schnell. Schnell, 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 schnell. Okay. Der macht ihn auch ziemlich schnell an, den Karren. So, jetzt geben wir mal richtig Vollgas hier. Und hoffen, dass wir es jetzt schaffen. Der andere Karren war ein bisschen schneller als der. Der war echt ein bisschen schneller. Egal. Egal. Und dran vorbeiziehen und weg und durch und ohne Rücksicht auf Verluste. 2,55. Ich hoffe, diesmal schaffen wir es ein bisschen besser. Die haben das doch bestimmt auch so gemacht, dass man das mit einem normalen Auto auf jeden Fall schafft, oder? Hallo? Schon wieder falsch. Ach so, stimmt. Das war hier. Da. So, aber ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ich überspringe das mal. Ah, geht nicht. Okay, komm. Schnell, leg auf. Leg auf, leg auf, leg auf. Scheiße, ich habe keine Zeit mehr dazu bekommen. Das ist auch doof, ne? Egal. Durch den Park durch. Glaube ich, war es jetzt. Ja. Irgendwo ganz am Arsch der Welt. Einmal rüberziehen. Einmal hier durch. Einmal auf die andere Seite. Jetzt müssen wir gleich mal in die richtige Richtung stehen, wir dann. So, und hier müsste es irgendwo gleich klingeln. Ja, da. Perfekt. Komm, schnell, 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 schnell. Eine Minute nur noch. Komm. Zeit läuft, Zeit läuft, Zeit läuft. Los! Auf ins Auto und... und zum Campus. Eine Minute 43 haben wir noch. Ich hoffe, ja, wir schaffen's, ey. Ich hoffe es, ich hoffe es. Also mit dem Auto sind wir ja ziemlich schnell unterwegs hier. 1 Minute 31, 1 Minute 30. Das ist noch kein Meister vom Himmel geflogen, ne? Und den Park. Und da werde ich bestimmt dann abgeknallt. Irgendeine Scheiße. Dann war nämlich wieder alles voll für den Arsch. Aber dann werde ich sauer. Aber dann werde ich richtig sauer. So, okay, weiter. 1 Minute 12 Sekunden haben wir noch.
Soll ich oben rum? Ja, komm, ich geh oben rum. Schnauze halten! Komm, Park, Park, Park. Davon ist ein Park. Davon ist ein Park. Wo ist das Telefon? 54 Sekunden. Meine Herren, das ist also... Ihr müsst ja irgendwo sein. Ja. Da. Toilettenhäuschen im Park. Ah, okay, wenigstens ist jetzt die Zeit nicht mehr. Ah, da ist schon alles. Toll, jetzt ist es kaputt. Jetzt ist es. Halt, bleib stehen. Bleib stehen. Ich möchte dein Auto. Muss ich jetzt den Typ eigentlich killen? Wenn es rot ist, muss ich, glaube ich, killen, ne? Oder? Dann ist es ein Feind. Toilettenhäuschen im Park. Sowas. Ich zieh mal meinen Baseballschläger raus, im Fall, dass ich ihn irgendwie umkloppen muss. You must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer, but I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Aha, das heißt, ich habe einen neuen Auftraggeber, und zwar ein Klohäuschen. Genau. 11.000 gekriegt, nur dass ich so einen Depp hier im Scheißhaus besuche. Interessant, das Spiel, ne? Junge, Junge. Das ist mal wirklich... Also, meine Herren. So, und wieder... Aus aus dem Wäldchen hier. Guck mal da. Oh. So, okay, 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 okay. Wir fahren wieder zum A. A wie Asshole. So. Und ziehen Karren darüber und holen uns noch einen Auftrag. Vorsicht. Oh. Das hat doch mal Style. Das hatte Style, ne? Super Doppel Stun Dingsbums Dingeding 1000 Öcken gekriegt, ey. Boah, was für eine Landung. Junge, Junge, das war mal geil, ey. Boah, das war echt klasse. Haha. V-Mann. Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car. So we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Oh. Oh, wow, 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 wow. Ich habe keine Waffe. Aber das Tolle ist, dass ich jetzt eine kaufen werde. So. Jetzt kann man auch ein bisschen mehr in die Ferne schauen. Außer wenn jetzt kein Nebel ist. Ich habe vergessen, eine Grafik, die Sicht etwas hochzuschrauben, dass man weiter sieht. Habe ich jetzt mal nachträglich noch gemacht. Vielleicht fällt es euch auf. Ja, jetzt fällt euch gar nichts auf, wahrscheinlich. So, aber erstmal haben wir Waffen. Ich weiß ja nicht, ob wir was brauchen. Könnte ja sein, dass wir den Typen vielleicht ein bisschen kratzen müssen. Wir laufen zweimal durch. Bisschen Ersatz. So. Wer weiß, vielleicht müssen wir den Typen ein bisschen ankratzen. Ja. Ey, hey, hey, lass mein Auto. Verpisst euch. So, die haben den Karren mit dem Sender versehen. Boah, es ist wieder neblig heute, ey. Voll der Smog, Mann. So. Wo ist er? 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 Ist der irgendwo? Ah! Das ist er. Schaden. Ah, okay, wir müssen den jetzt hier... Okay. Boah. Fuck you, Alter! Der aus dem. Mein Auto brennt! Mein Auto brennt! Scheiße. Hier explodiert gerade irgendwie alles, ne? Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Ich brauche hier irgendwie. Alter, gib mir den Karren. Euch. Okay.
So. Etwas leicht überfordert. Werde ich mir schnappen. So. Shit! 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 Fuck! Fuck! Oh Leute, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ey. Oh Mann, ey. Voll der Pfeil, Mann. Ich hätte den Typ irgendwie. Mann, müssen wir heute alle im Weg stehen, oder? Das gibt's doch nicht. Schieb mich jetzt aber ja nicht hier runter, ich sag's euch. So, die haben jetzt erstmal einen Abflug gemacht. Zwei. So, jetzt schnapp ich ihn mir. Den kriege ich. Da hinten ist ein Regenbogen, habt ihr gesehen? Guck mal hier. Versperren sie die Straßen? Da ist so der Drecksack. So, jetzt. Jetzt können wir hier schön nebenher fahren und. Ah! Komm! 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 Den kriegen wir! Fuck! 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 Da vorne ist er. Ich hoffe, wir schaffen, dass wir. Und. Fatz! Mission erfüllt, plus 20.000. Jetzt müssen wir aber weg hier. Boah, alter Schwede. Meine Herren. Ja, aber das Bullenauto, das will ich behalten. Das ist geil. Guck mal, was es ausgehalten hat. Das hat ja brutal die Panzerung. Wahnsinn. Hey, das behalte ich auf jeden Fall. So, Leute, ich kann nur noch mal sagen, sorry, dass ich nochmal die Mission machen musste, die zwei, und dass ich es nicht nochmal aufgenommen habe. Ich habe es ja aufgenommen, die letzten zwei Missionen. Und jetzt, ja, also der letzte Part. Ich muss den jetzt nochmal spielen, damit ich hier ankomme. Also, sorry, ich hoffe, es wird nicht mehr passieren und ich werde jetzt jedes Mal das Safe Game sichern. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen, auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Hoffentlich. Tschüss.